Mit Klammer kommt im Herbst der größte Wintersportfilm aller Zeiten weltweit in die Kinos. Der 5,5 Millionen Euro teure Spielfilm erzählt die Geschichte des Kärntner Skirennläufers Franz Klammer, der sich bei der Winterolympiade 1976 in Innsbruck mit einer legendären Abfahrt zum Nationalhelden krönte. Ein Krone-Team besuchte die Dreharbeiten auf dem Patschakofel bei Innsbruck, wo der Skiclub 9 Tage lang die ehemalige Olympiastrecke fast originalgetreu nachgebaut hat. Hier dreht der Kärntner Gerald Salmener mit einer 30-köpfigen Crew und 6 Stuntfahrern die einzelnen Skiszenen für den Film. Du bist ja Profi im Bereich Skisport mittlerweile, was die Aufnahmen betrifft. Du hast ja mit dem Streiffilm Skisport, Wintersportfilm Geschichte auf was geschrieben. Das war ja einzigartige Aufnahmen und das ist ja bei dir ja der Anspruch auch für diesen Klammerfilm, einzigartige Szenen zu schaffen. Ja. Szenen von damals, um mal den Wintersport in Österreich wieder ein Turbo zu verleihen. Genau, also das Schöne an der Geschichte ist, dass für den Spielfilm alles das erlaubt ist, was eigentlich während der normalen Rennen nicht erlaubt ist, gemäß der Aufnahme. Das heißt, wir dürfen ja Mitfahrten machen, wo jeder FIS-Renndirektor oder jeder FIS-Funktionär einfach nur mal die Hände schlagen würde und sagen, sofort weg mit dem Kameramann, sofort weg mit dem Regisseur, der hat ja einen Vogel. Da dürfen wir alle einen Vogel haben, da dürfen wir uns alle ans Limit herantasten, was Aufnahmen betrifft. Da kann man da ganz eng beim Tor stehen, ohne dass man Angst haben muss, dass die kollidieren oder sonst was, weil ja halt alle auch miteinander eingespielt sein. Da darf man eine Mitfahrt machen, wo man beim Zuschauen schon schlecht wird. Die Aufnahmen schauen dann dementsprechend aus. Da darf man halt mit der Drohne so fliegen, dass er einen möglicherweise doch am Kopf hält. Alle diese Dinge dürfen wir umsetzen da. Und das macht richtig Spaß. Also, dass wir den Skifahrer oder den Klammer mehr oder weniger so porträtieren, dass man mit ihm mitfährt. Und das ist mein Ziel. Du musst mit dem Klammer die Strecke mit runterfahren. Du musst die gleiche Ganzlaut haben, du musst seine gleiche Kühnheit haben und du musst die Freiheit spielen, die er gehabt hat. Und dass es einfach schnelles Skifahren richtig Spaß macht, wenn du es kannst. Das muss einfach rauskommen. Und dann, dass jeder rausgeht und sagt, der Klammer ist geil gefahren, das will man da gewonnen. Das ist mein Ziel. Das passt nicht. Dass man mit dem Druck so bravourös umgeht und dann auch bei der Zwischenzeit noch 3 Zehntel hinlegt und dann sagt, okay, jetzt alles oder nichts, ich riskiere von einer neuen Linie, entweder geht's oder geht's nicht, Rot oder Drop, und dann den Sprung so geil erwischt und die nächste Linkskurve runter ins Ziel, das macht ihn zum Champion. Um diesen hohen Anspruch gerecht zu werden, arbeitet Salmener beim Dreh der Stunt-Szenen mit ehemaligen und erfolgreichen Skirennläufern zusammen. So wird Klammer etwa von einem Weltmeister gedoubelt, dem US-Amerikaner Darren Rolfs. Es ist einfach für mich im Winter der Extremsport schlechthin. Ja. Es gibt für mich keinen extremeren Skilauf wie Abfahrt. Also das ist meine persönliche Meinung. Selbst wenn du bei irgendeinem Felsnabi springst, ja, ist es nicht das Gleiche, als wenn du eine Strecke von 3,5 Kilometer so schnell wie möglich runterfährst. Ne? Auf dem Patschakofel macht das Team mit zahlreichen Komparsen nicht nur Olympia 1976 wieder lebendig, sondern versucht auch, den Skistil von Klammer und seinen Gegnern von damals zu kopieren, samt der Fehler, die Klammer bei seiner Abfahrt zu Olympia Gold passierten. Die Geschichte ist, der Klammer hat vor der Zwischenzeit 2 Fehler gemacht. Das ist für uns Sportdramaturgie. Das hat Gott sei Dank auch der Regisseur Andreas Schmidt so gesehen und hat das übernommen. Und das natürlich müssen wir wiederherstellen, was ja nicht so leicht ist, weil keiner macht gern einen Fehler bei 80 km/h. Das müssen unsere Skidoubles oder Standskifahrer, wie man du sie nennst, auch spielen, aber eben mit dieser Geschwindigkeit und im echten Leben. Das ist jetzt wirklich ein Stunt, mehr oder weniger, was wir da machen, weil man muss sich das vorstellen, der Klammer damals ist um sein Leben gefahren, er wollte ja gewinnen. Und er hat auch nur trainiert und gelebt dafür. Gell? Das ist eine andere Einstellung, als nur Herkunft und du machst da auf dem Film eine Szene. Also mit diesem Kopf ist der Klammer da runtergefahren und jetzt müssen unsere Jungs ähnlich das wieder auferstehen lassen, die glorreiche Klammerzeit. Auch den Style in der Klammer gehabt hat, die Hände vor, nie vorspringen, sich das trauen, so zu springen und einfach um jeden Millimeter zu kämpfen und eigentlich
kommen die Skifahren auf, wenn du genau zuschaust mit dem Klammer. Also der hat einen eigenen Stil gehabt, den bis heute wahrscheinlich noch keiner kopieren hat können. Und nicht so zu fahren, wie man selber gern möchte, sondern wie der Klammer damals gefahren ist, ist die Herausforderung. Es ist ein komplexes Thema, weil du hast eine Bühne, ja, von 3 Kilometer Länge, wo du dramaturgische Szenen spielen sollst. Ja. Das soll echt ausschauen, weil jeder in Österreich super sich mit Skifahren auskennt. Problematik in sich, weil irgendwo anders in jedem Land kannst du Skifahren so darstellen, wie du willst, aber bei uns in Österreich ist jeder Experte, logischerweise. Und von dem her muss das alles wirklich so ausschauen, als würde das der Klammer selbst machen oder einfach die anderen Skifahrer. Nicht? Und auch die Schauspieler alle. Ja. Also die müssen einfach wirklich es schaffen, den Zuschauer in diese Zeit von damals zu versetzen. Dann lernst du einfach, was wirklich Klammer sofort, was sie halt wirklich kennen hat oder was sie wert war. Ne? Und wie gesagt, also jemand, der halt am Ende eine Entscheidung trifft, alles oder nichts und damit Gold richtig liegt, aber nur weil er es kann, weil er sich zutraut, weil er Selbstvertrauen hat und dann gewinnt, der ist halt ein echter Champion. Und das war der Klammer. Klammer, eine wahre österreichische Heldengeschichte. Wir freuen uns schon jetzt, wenn im Herbst in den Kinos weltweit das olympische Feuer wieder entflammt wird.